Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Nocturne Rebirth, ein Spiel von einem Schuh. Mein Name ist TrueMG und ich bin heute hier, um euch mit einer epischen Stimme zu unterhalten. Es sei denn, wir rennen in diesen Hasen rein, was wir nicht tun. Oh. Wait, what? Geht es hier weiter zu dem nächsten Boss mit meiner epischen Stimme? Ich weiß es nicht. Shit. Ja? Gut, es war die richtige Entscheidung. Wieso können wir von hier aus wieder auf die Overworld? Naja, rennen wir mal in diese Menschen rein und bringen sie kaltschnäuzig um. Blemish Diggerman, Blemish X-Man. Ich hasse es, wenn mich Leute blamen. Die machen wir fertig. Ich mag die Animation von dem Diggerman. Das sieht voll Korall aus, voll Knorke. Oh nein, der epische Schaden. Aber da sieht man's mal, das sind einfach nur Menschen, die haben so ihre Limits. Die Monster um sie herum sind eigentlich stärker, aber das sind ganz normale Menschen, das sind keine Vampire, das sind... Ich hab's schon mal gesagt, Menschen, also ob man's glaubt oder nicht, vielleicht sieht man es ihnen sogar an. Einfach draufhauen würde ich sagen, ne? Passt schon. Einfach nur Menschen. Einfach nur ein Mensch. Werden die eigentlich von den Monstern angegriffen? Weil man muss ja unterscheiden zwischen einem normalen Menschen und den Monstern. Außer man ignoriert das komplett, weil das ein Rollenspiel ist. Ich meine, wären wir ein ganz normaler Mensch durch diese Wälder oder das Gebirge hier laufen, dann würden wir hundertprozentig von Monstern angegriffen werden. Man könnte also... Ja, schön. Ja, dann würden wir von Monstern angegriffen werden, ganz offensichtlich. Schade, das bringt nichts. Ich verschwende mal jetzt nicht meine Erfahrungspunkte, denn erfahrungsgemäß... finden wir noch einen alternativen Weg, um diesen Stein zur Seite zu bewegen. Vielleicht ein weiteres tödliches Instrument, das nur an ganz spezifischen Punkten seine Kräfte entfalten kann und ansonsten über seine Beschreibung lügt. Ja, aber ansonsten wären wir ein normaler Mensch, der hier hindurchläuft. Dann sehe es natürlich so aus, dass wir von Monstern angegriffen werden. Und diese Blamish-Leute, sofern das jetzt nicht gerade... von Teufeln beschworene Kreaturen sind, werden die wahrscheinlich auch von Monstern angegriffen. Oder werden sie es nicht, weil sie es als Monster zählen, weil sie halt Teil eines Rollenspiels sind. Mein Pferd ist tot. Dann beschwöre ich halt mal was komplett anderes. Es muss doch nicht immer ein Hottehü sein. Ich nehme jetzt mal das Thunder Eye, weil dieses Monster ein relativ hohes Level hat. Es hat das höchste Level all meiner Monster, wenn ich mich nicht verguckt habe. Und mal mit Magie anzugreifen wäre vielleicht doch keine schlechte Idee. Außerdem habe ich ihm eine Feuerfähigkeit beigebracht. Also sollte ich jetzt nicht falsch liegen, sollte er über sowohl Elektroangriff als auch diesen Feuerangriff verfügen. Und der besitzt ja einige Fähigkeiten. Fire Axe von Haus aus oder weil wir ihm Purgatory Flames beigebracht haben? Denn um Purgatory Flames einzusetzen, muss man ja vorher Fire Axe erlernen. Hängt das zusammen? Auf jeden Fall hat er hier noch zwei weitere Augen, das ist ja cool. In IG Skill Set tries to shut off all enemies' vision auf Level 2, das ist nicht verkehrt. A physical gaze attack that can blind all enemies. Ja. Also quasi das gleiche wie Eye of Cecity, nur halt angewandt auf... Wird das nicht normalerweise sowieso auf alle Gegner angewandt? Na egal, Thunderbolt casts a bolt of lightning on all enemies. Ja, das ist, also, eventuell haben wir unseren Spaß mit Thunder Eye. Und ansonsten, parieren grants a chance of nullifying a physical attack. Scheint kein schlechtes Monster zu sein. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Da sollten wir vielleicht ausnahmsweise mal die Formation ändern. Nee, die Formationen sind alle kacke. Oh, ein Geheimgang. Ein geheimer Geheimgang, der übrigens ziemlich geheim ist. 176 Mehl. Und Elder G.
Ja, Energie könnte jetzt absolut alles bedeuten, denn so ziemlich alles in unserer Umgebung ist irgendeine Form von Energie. Egal ob jetzt Materie oder nicht Materie, ja, also müssen wir jetzt mal genauer definieren, also gucken wir mal, ne. Energie, a source of reset, greatly raises vitality. Hätte ich das mal früher gefunden, ne? Das hätten wir jetzt dem Thunder Eye geben können. Aber eine gute Fähigkeit, gute Fähigkeit. Wo geht's denn jetzt hier so? Ach so, ja, natürlich geht's hier weiter. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob wir das blocken können. Drei von ihnen zaubern und ihr wisst, wie gefährlich diese Hasen sind. Ich muss es versuchen. Um Himmels Willen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich bin enttäuscht. Thunder Eye, du hast mich enttäuscht. Och, wie niedlich, die prallen einfach von mir ab. Wie nasses Papier. Und nasses Papier ist voll eklig. Ja toll, was soll ich denn jetzt beschwören? Ach, wir kämpfen uns einfach bis zu dem Kristall dort. Oder wird sie schon irgendeinen Weg finden, ne? Ja, natürlich! Der Gegner befand sich ja nur eine Ebene über uns. Hey, Thunderstorm! Wie macht man das jetzt am besten? Moment. Kann man vielleicht... Ich will schräg schießen. Lass mich schräg schießen. Ich glitsch die Scheiße aus der Scheiße raus. Was? Moment. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen, kann man so sagen, ja, stell dich doch mal nicht so an. Aber irgendwo muss ich mich anstellen, denn ansonsten komme ich nicht an die Käsetheke. Es geht schon, ne? Ah, verdammt. Was? Normalerweise funktioniert das doch auch. Was? Wir könnten sie auch auf diesem Wege entfernen, aber... Damit vergolden wir wertvolle Erfahrungspunkte, die wir, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht haben. Doch, haben wir schon, aber ich möchte sie nicht dafür ausgeben. Ich möchte lieber dieses komplexe Rätsel lösen. Mit dieser hervorragenden Steuerung. Na, Hauptsache Gegner können einen von der oberen Plattform angreifen. Eine Bombe legen könnte funktionieren. Freeze! Wenn man das richtig timet. Wie weit weg können wir gehen? Wie weit kannst du? Wie tief kannst du? Ach, Mist, die Barriere baut sich schon Feuer auf. Wenn auch nicht sichtbar. Wir sehen uns mal hier links weiter um. In der Hoffnung, ein weiteres Instrument zu finden oder irgendetwas anderes Brauchbares in der Art. Jetzt kämpfen die Menschen auch noch gemeinsam mit den Monstern. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Monster abgerichtet wurden von diesen Menschen. Jetzt brauche ich erstmal einen neuen Familiar. Denn es ist besser, immer ein paar Verbündete dabei zu haben, als alleine oder nur mit einem Familiar herumzureisen. Und vielleicht entdecken wir sogar noch irgendeinen grandiosen Vorteil in einem von ihnen. Sofern wir einen finden, der noch lebt. Farudin und weiter geht's. Nur nicht gerade nach hier, weil es hier nicht weitergeht. Mir war so, als hätte ich einen Abgrund gesehen. Doch es war nur der Abgrund meiner Seele. Happy, happy, happy. Ja, komm, gut, zerstören wir halt den Felsen. Und finden Intermediate Applications Alchemy. Gut,
gut, dann schauen wir demnächst mal bei Chaos vorbei, um diese Alchemie etwas näher kennenzulernen. Was auch immer das macht. Oh, hier gab's noch einen Weg. Hallo, ihr Banditen. Ich haue euch zu Mus, wenn ich wieder vorbeikomme. Oder dich. Oder auch nicht. Ah, die blaue Kiste. Oh, tatsächlich, ein neues Instrument. Die Flöte des Donners. The Flute of Thunder. Set the thunder mine that explodes after a certain period of time. Das ist genau das, was wir brauchen für diese eine Barriere, wo ich meinte, ja, da braucht man sicherlich eine Bombe. Das ist die genaue Beschreibung einer Bombe. And the resulting shockwave is able to blow up a hard object. Try coming up with different... Verdammt nochmal, jetzt haben wir den Felsen schon zerstört. Try coming up with different ways to use the Flute of Thunder while using the time it takes for the mine to go off to your advantage. Geil! Damit können wir sicherlich auch Gegner paralysieren. Ach. Wahrscheinlich nicht. Halt! Das ist die Taste. Geil! So, hier ist das Rätsel. Und so wird's gleich gelöst. Hätten nicht mal Rennen brauchen. So, sind sie jetzt geheilt? Nee. Aber sie sind wieder beschwörbar, schätze ich. Thunder Eyeball ist wieder beschwörbar. Ja, dann wahrscheinlich auch unser Pony. Gut, das war's dann aber ansonsten von meiner Seite und von diesem äußerst komplexen Dungeon, den wir so noch nie gesehen haben. Ich bin TrueMG und ich war heute hier, um euch zu unterhalten. Und wenn dies glückte, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Bis zum nächsten Mal.